Männerfreundschaft. Zürich, 17.09.2016. Zwei Tage später saß Alain schon wieder im Restaurant Terrasse. Professor Dr. Tiefenbrunner hatte ihn kurz zuvor angerufen und ihn nach seiner Meinung bezüglich des gegenwärtigen Goldpreises und dessen zukünftiger Entwicklung zu fragen. Alain schlug vor, dass man sich im Restaurant Terrasse zum Mittagessen treffen könne. Tiefenbrunner sagte zu und eine Stunde später saß man gemeinsam an einem reich gedeckten Tisch. »Gestern hatte ich Besuch von einem seltsamen Typ«, begann Professor Tiefenbrunner. »Ja?« »Ja, ein Deutscher. Er war bei mir wegen eines theologischen Themas.« »Du meinst Alex Christoph?« »Kennst du ihn?« Tiefenbrunner war verblüfft. »Das Netzwerk der UBS überrascht mich doch immer wieder.« Alain lächelte dünn. »Alex und ich waren viele Jahre Kollegen. Wir waren vorgestern zusammen essen und saßen sogar am gleichen Tisch wie wir heute.« »Was hat er dir erzählt?« »Nun, dass er dich noch besuchen wolle wegen eines Bibelthemas. Er hat mir in den letzten Jahren immer wieder von seinem Glauben erzählt und manchmal, glaube ich, wollte er mich sogar bekehren. Aber bislang hat's nicht geklappt.« Sein Blick suchte vergeblich den Blick Tiefenbrunners, während er süffisant ergeben schmunzelte. Aber Tiefenbrunner erwiderte seinen suchenden Blick nicht. »Du musst unbedingt rauskriegen, welchen Hintergrund der Typ hat. Wir müssen das wissen. Die Information, die er mir zugespielt hat, habe ich vor einigen Tagen schon an unsere Freunde in den USA weitergegeben. Sie haben sofort reagiert. Du musst heute Nachmittag noch in deinen Datenbank nachprüfen, ob du etwas finden kannst. Wir müssen jeder Spur nachgehen.« »Hey, du weißt genau, dass das unter Bankgeheimnis fällt.« »Ein Bankgeheimnis gibt es für die einen sehr wohl und für die anderen eben nicht. Das weißt du so gut wie ich. Die Interessen derer, die hier tangiert werden, rangieren weit oberhalb der Bankenwelt. Das weißt du auch. Also sei bitte so gut und gib mir heute Nachmittag noch Bescheid, ja?« Alain war ziemlich unwohl, aber er musste wohl oder übel zustimmen. Einige Dinge aus seiner Vergangenheit, die Tiefenbrunner wusste, hatten ihn erpressbar gemacht und außerdem war er in derselben Geheimloge wie Tiefenbrunner. Die Loge zu den drei Brüdern nach altem schottischen Ritus. Und Logenbrüder sind ohne Wenn und Aber zu gegenseitiger Hilfe verpflichtet. Zurück in der Bank setzte er sich missmutig und ängstlich an seinen PC, durchsuchte alle Datenbanken und stieß tatsächlich auf eine Spur. Da sein Tätigkeitsfeld die Betreuung von vermögenden Privatkunden war, hatte er bis auf einige wenige Adressen, die innerhalb der Bank in einer sogenannten Blacklist geführt wurden und nur wenigen Eingeweihten zugänglich waren, auch Zugriff auf die Namen derer, die ein Schließfach bei der Bank unterhielten. Hier wurde er fündig. In einer langen Liste stand der Name Alex Christoph. Die Eröffnung des Schließfaches und eines zugehörigen Girokontos war erst vorgestern erfolgt. Alain griff zum Hörer und rief Tiefenbrunner an. »Ja?« »Ich hab was.« »Und was?« »Christoph hat vorgestern ein Schließfach eröffnet und er muss irgendwas deponiert haben.« »Was?« »Keine Ahnung, das wird nicht verzeichnet, es ist Privatsache des Kunden. Ich muss sofort wissen, was es war.« »Bist du verrückt? Ich kann doch nicht einfach in den Tresor tigern, das Schließfach öffnen, den Inhalt rausnehmen und dir eben mal vorbeibringen. Wie stellst du dir das vor?« Alains Designerhemd zeigte erste Flecken unter den Achseln. »Mach es halt irgendwie möglich und beeil dich, ich brauche die Infos gleich.« »Mann, hör zu, ich besorge dir gerne jede Information, aber hier komme ich nicht weiter. Der Zugang zu den Tresorgeschossen ist hermetisch abgeriegelt. Es gibt elektronische Sicherheitskontrollen ohne Ende und Kameras. Es gibt Laserstrahlen und akustische Warn- und Abwehrsysteme. Wenn da jemand unautorisiert reinkommt, dann platzen ihm mindestens die Trommelfelle oder auch die Blutgefäße im Gehirn. Es gibt Zugangskontrollen, bei denen die Iris fotografiert und die Adern in den Händen eingescannt werden. Ich habe überhaupt keine Möglichkeit, auch nur in die Nähe des Schließfachtresors zu kommen. Außerdem würden die Kollegen das sofort merken.« »Okay, wenn du nicht willst, ist das deine Sache. Ich versuch's auf andere Art, du hörst von mir.« Tiefenbrunner legte auf und wählte eine amerikanische Nummer. Keine halbe Stunde später ging ein Anruf auf höchster Ebene bei der UBS ein. Man forderte die Bank unmissverständlich auf, kurzfristig den Inhalt des Schließfaches mit der Nummer 93468 zu identifizieren. Zunächst weigerte sich die UBS und verwies auf das schweizerische Bankgeheimnis. Aber die Stelle in den Staaten war derart einflussreich, dass es keine Möglichkeit gab, sich dem Begehren zu widersetzen. Keine Viertelstunde später wurde das Schließfach geöffnet und man fand ein Manuskript, das auf einem Laserdrucker ausgedruckt war. Nach kurzer Rücksprache mit den interessierten Stellen in den Staaten wurde das Manuskript kopiert und über das Blacknet versendet.
Nach weiteren 10 Minuten war das kopierte Manuskript als Mail-Anhang auf 5 PCs auf einer Fregatte im Pazifik eingegangen und wurde eingehend untersucht.